Ja, und damit herzlich willkommen zu diesem ZDF-Spezial. Es ist 19.25 Uhr. Vielen Dank nach Mainz an die Heute-Nachrichten. Ja, und es ist weiter unser Thema im ZDF-Spezial, der Millionentransfer. Das Entlastungspaket der Bundesregierung wird vom Neptunplatz hier in Berlin zum Schloss Bellevue, das, da wollte ich darauf hinaus, nur ein paar Straßen weiter ist. Ein unglaublich schwerer Transfer und gegen 22 Uhr übertragen wir. Ungefähr dort wird dann das Paket im Schloss Bellevue bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eintreffen. Und wir gucken uns mal den Weg auf der Karte an. Wir haben gestartet beim Berliner Fernsehturm und sind dann irgendwann weitergegangen, eben am Neptunplatz vorbei am Berliner Dom und am Humboldt-Forum hin Richtung Straße unter den Linden. Natürlich auch Brandenburger Tor, da ungefähr ist das Ganze jetzt gerade und geht dann über die Straße des 17. Juni zur Siegessäule und dann eben zum Ende hin zu Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue, wo das Ganze eben feierlich eingeweiht wird. Ja, und wir gucken uns die Bilder mal an, die wir gerade sehen in der Nähe vom Brandenburger Tor. Das Entlastungspaket wird feierlich getragen vom Brandenburger Tor. Wie gesagt, ist es jetzt und hat so eine gute Stunde, anderthalb Stunden noch Zeit, bis es dann eben hier sein muss, zumindest laut Plan. So bis jetzt ist alles nach Plan gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass das weiterhin der Fall bleibt. Und was wir da sehen, das Paket wird gerade eben mit diesem Marsch Richtung Schloss Bellevue getragen. Das Ganze ist heute gegen 14 Uhr losgegangen. Da hat die ARD übertragen. Jetzt übernehmen wir das Ganze. Schön, wenn Sie jetzt gerade einschalten. Einfach feierliche Bilder. Und wir machen eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich wieder zurück hier im ZDF.